Hallo Leute, ich zeige euch heute, wie ihr bei eurer Fritzbox WPA3 mit aktivieren könnt, beziehungsweise aktivieren könnt und was ihr beachten müsst, wenn ihr dies tut. Wir fangen an. Wir sind einmal mit der Fritzbox angemeldet. Wichtig ist, es ist im Fritz OS 7.20 erst vorhanden. Das heißt, durch diesen Patch wurde WPA3 mitverteilt. Alle, die natürlich dieses Update noch nicht haben, dort ist dies natürlich auch noch nicht möglich, erst ab Version 7.20. Genau. Das heißt, wir gehen jetzt einmal auf WLAN, wir gehen auf Sicherheit und wir sehen aktuell WPA 2 Standard und die ganzen Sachen, die hier angehakt sind. So, jetzt möchten wir das gerne aktivieren. Das geht ganz einfach hier oben drauf und dann klickt ihr an und dann seht ihr schon die Hinweise. Das heißt, ich packe euch unten nochmal den Link zu AVM. Da steht nochmal drin, was genau benötigt wird, damit ihr euch überhaupt mit WPA3 authentifizieren könnt. Weil es wird so sein, dass eine bestimmte Funktion hinzugefügt wird. Und zwar, das ist, wenn ich jetzt hier einmal kurz auf OK drücke, die PMF Funktion bzw. Unterstützung für geschützte Anmeldung PMF. Wenn dies aktiviert ist, kann es sein, dass verschiedene Drucker und ähnliches sich gar nicht mehr verbinden können. Somit ist dies nur sinnvoll, wenn ihr zum Beispiel Drucker mit LAN verbindet oder halt vorher überprüft, ob der Drucker das überhaupt kann. Weil selbst wenn, kann er zwar WPA2 nutzen, aber manche können halt dieses PMF nicht und dann bringt euch auch WPA2 nichts, weil durch diese PMF-Funktion kann es auch dazu führen, dass verschiedene Endgeräte nicht funktionieren. Im Normalfall iPhones, ähnliches funktioniert, steht aber auch nochmal in der Anleitung, was ihr genau braucht. Und das wäre erstmal der Punkt gewesen. Das heißt, hier habt ihr hier den Punkt, dann dreht ihr nämlich einmal auf Übernehmen. Dann zeigt euch nochmal die SSID an. Das Kennwort habe ich jetzt testweise mal als recht einfach gehandelt. Könnt ihr theoretisch drucken, brauchen wir nicht. In dem Fall ist es jetzt angehakt und jetzt würden wir uns einmal kurz mit dem iPhone verbinden. So, wir gehen ganz normal im iPhone in die Einstellung, haben jetzt die WLANs ausgewählt. Hier habe ich jetzt das WLAN EG, was ich jetzt einmal ausprobiere mit 1, 2, 3, 8. Gehe mal auf Verbinden. Da muss ich mich nämlich ein bisschen weiter hinten befinden, damit wir es ausprobieren können. Wir sehen, er hat sich verbunden. Wir haben auch eine IP-Adresse von der Box bekommen und hier sehen wir auch einmal das Gerät. Das heißt, das ist die MAC-Adresse vom iPhone. Dann gucken wir jetzt gerade nochmal ins Heimnetz rein, ob er uns jetzt auch mitteilt, in welcher Sicherheitsstufe er uns da hinterlegt hat. Ich gucke gerade mal nach. Mesh. Gucken wir mal, ob der das in Mesh anzeigt oder im Netzwerk. Gucken wir mal. Details. So, wir gehen mal runter. Und wir sehen hier unten die WPA3-Verschlüsselung. Also das hat schon mal geklappt. Das heißt, jetzt ab sofort verbinden sich die iPhones normalerweise wieder mit WPA3. Wichtig ist, ihr müsst das WLAN vorher einmal natürlich einmal auf dieses Netzwerk ignorieren drücken, da es sonst natürlich nicht funktioniert. Genau, wenn ihr das nämlich erledigt habt, habt ihr das zum Beispiel für die iPhones ermöglicht. Ihr müsst natürlich vorher natürlich prüfen, ob ihr das richtige Windows habt, wenn ihr zum Beispiel mit Windows euch verbinden möchtet. Das ist dann ein Software-Patch. Und bei vereinzelten anderen Geräten müsst ihr gucken, ob diese auch überhaupt WPA3 unterstützen. Primär Drucker, weil die sehr oft halt, wenn WPA3 beziehungsweise wenn WPA2 meistens ohne diese Extra-Funktion, einen Moment, ohne diese PMF-Funktion. Genau. Das wäre schon gewesen. Bei Fragen unten in die Kommentare und für einen Daumen hoch würde ich auch freuen. Dankeschön!